Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Clash, auch bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Ich nehme ja noch relativ spät am Abend auf, damit ich noch eine schöne CK-Folge für heute, also für morgen, für heute, für morgen, für morgen, für heute, noch fertig bekomme und greife gleich live den 13er hier an mit einem meiner Accounts. Ich hatte mir gedacht, ich mache den hier oben über die Ecke. Das heißt also, ich werde einen Packerwalk machen, hier oben über die Ecke und komme dann mit meinen Packers hier über King und Queen, dass die schon mal weg sind. Die Lars stören mich im Moment gar nicht, weil die sind so weit weg, die stören erstmal die Packers bis hierhin überhaupt nicht. Und ich denke mal, dass ich hier dann Surgical mit meinen Hawks noch mit reinkomme. Die Bowler sind ja auch noch da und gehen hier mit durch. Zwei Giftzauber, mal sehen. Queen müsste eigentlich mit reingehen. Ein, zwei Magier habe ich ja dabei. Gucken wir mal, was draus wird. Und ich bereite mich jetzt auf den Angriff vor und dann sehen wir den sofort. Ja, jetzt hatte ich den Angriff zwar live gemacht und auch aufgenommen, allerdings habe ich gar nicht gemerkt, dass in meinem Aufnahmeprogramm das Wireless LAN einmal weg war und ich da nicht mehr reingekommen bin. Deswegen muss ich euch den Angriff einmal nachzeigen. Ich habe es mir aber ausgerechnet gehabt, dass ich hier oben reinkomme über die Lager hinten bei den beiden Helden und bin dort auch mit meinen Babydrachen rein, um dort den kleinen Funnel zu schlagen. Gucken wir mal, wie das dann weiterging. Da kommen schon die ersten Luftbomben hoch, okay. Ist aber nicht so tragisch, jetzt kommen die Packer in Heilung und ich ziehe auch direkt die Helden hinterher, dass mir da gar keiner irgendwo nach rechts oder links entgleitet. Und dann geht es hier schön mittig in die Base rein, die Bowler. Ich weiß nicht, was die manchmal reitet. Na, zwei Bowler gehen erstmal nach außen, machen dann da das Lager weg und gehen dann endlich glücklicherweise doch mit rein, denn die braucht man doch eher so ein bisschen in der Mitte. Jetzt kommen die Clanburg-Truppen raus, da kommen so ein paar Kobolde, sehe ich, eine Hexe und ein Babydrache. Und fresse mich aber hier jetzt ganz gut durch die Mitte durch mit den King und den Roland plus Packer im Gepäck und schicke jetzt schon so ein bisschen Surgical die Hawks rein. Ich hatte dann gesehen, dass da ein Tesla hochkam und bin dann ein bisschen schneller geworden mit meinen Hawks. Allerdings werden die jetzt schon von den Skellies so ein bisschen gejagt. Glücklicherweise war das jetzt keine Max-Def, also ob der Minenwerfer jetzt Max ist oder nicht, das ist für diesen Angriff hier egal. Wichtiger sind dann da schon die Bogenschützentürme oder die Kanonen und die Packer gehen jetzt aber mit den Hawks gemeinsam nochmal durch den Heil durch, weil jetzt nicht alles in Heal ist, denn im Moment wird, glaube ich, gerade so wie ich das sehe, der King geheilt. Oben geht die Queen ihren Weg, die muss ich gleich allerdings zünden, die schafft aber auch noch relativ viel. Aber ich war hier schon zuversichtlich, dass der Angriff in jedem Fall was wird, weil ich hier noch eine ganze Masse an Truppen hatte. Bowler, Packer und den King nochmal voll aufgeheilt. Unten sind, glaube ich, noch alle drei Packer am Leben oder zwei. Ich kann das jetzt im Moment nicht genau sehen. Müssen wir mal ein bisschen näher reingehen. Und die Queen schafft auf jeden Fall hier jetzt noch den Tesla. Und dann fressen die sich hier jetzt noch einmal durch die Level 9 Mauer durch und dann waren das hier souveräne 3 Sterne auf den neuen Halber hier. Jo, das ist gut. Magier auch noch am Leben, 2 Stück, ah, die werden sogar geheilt. Und dann ist jetzt auch der X-Bogen hier Geschichte. Und so ist der Angriff eigentlich verlaufen. So hatte ich den live eigentlich aufgenommen. Allerdings ist mir schon oben im ersten Drittel bei den Helden das Wireless LAN im Aufnahmeprogramm einmal weggegangen und ich konnte es auch nicht wieder aufnehmen. Also habe ich dann einfach, ich habe zwar weitergesprochen, aber ihr konntet den Angriff dann natürlich nicht sehen, weil der dann auf dem Tablet gemacht wurde und da habe ich natürlich nicht aufgenommen.
Ich habe mir dann diese Base hier geschnappt. Da hatte der Donnerbengel 2 Sterne hingelegt mit einer etwas anderen Taktik. Die stelle ich vielleicht mal im RH9 Bereich vor. Die habe ich in der Form so auch noch nicht gemacht. Aber habe hier so ein bisschen wieder, als ich mir den Angriff dann nochmal angeschaut habe, so ein bisschen auf bewährte Sachen zurückgegriffen. Das heißt also, gerade die Kombi mit den Packer, wenn die Lars sehr weit oder sehr tief in der Base stehen, dass die Heiler erstmal wenig bis gar keinen Beschuss kriegen, dann kann man immer zu so einer Kombi hier gehen und meine Hocks gehen relativ weit durch. Wichtig ist eigentlich bei diesem Angriff, dass die Packer noch mit mindestens einem Helden irgendwie bis zum Ende durchhalten. Denn die fressen sich dann ganz gut noch durch die Base durch. Man sieht das hier. Die Queen macht doch das Lager, ist noch zündbar. Also auch da schaffe ich noch den Bogenschützenturm und die Kanone. Aber ihr seht das selber, es sind noch reichlich Truppen hier am Start. Und so waren das hier auch auf diese RH9 Base. Ich will ja eigentlich ausschließlich RH9 hier in der ersten Folge haben. Schöne 3 Sterne. So, dann haben wir hier einen schönen von dem Yannick. Die Base ist allerdings auch noch nicht so wirklich maxed out. Aber auch mal eine Möglichkeit, wie man in so eine Base kommen kann. Ganz witzig fand ich das, weil ich den auch live gesehen habe. Zack, mal eben 3 Packer raus. Aber Packer ist natürlich das beste Mittel, mal eben die Queen umzunocken. Ja, das ist dann ein Schlag von einem Packer. Und dann ist die Queen auch Geschichte, weil dafür hat die einfach zu wenig Healpoints an der Stelle. Und jetzt gehen hier zwar Truppen so ein bisschen außenrum, aber die Clanburg kommt in Richtung King und Queen. Das passt ganz gut. Er kann die Hexe giften. Die steht auch richtig schön im Gift dort. Denn die nerven im Moment ziemlich stark ab in den Clanburgen. Und wenn man dort kein Gift hat oder einen Zauber nicht richtig wirft, beziehungsweise man nicht richtig an die Hexe rankommt, dann kann die einem so einen Angriff ganz schön versauen. Hier hinten sind noch die Bowler im Gepäck. Mit den Packer ist das natürlich auch nicht schlecht, dass die hier so einen Rundwalk machen. In der Mitte fressen sich King und Queen durch die Base durch. Die Hawks, ja, werden jetzt zwar von den Skellies verfolgt, das ist immer nervig, aber die machen die jetzt nicht wirklich kaputt. Und so werden das hier auch souveräne 3 Sterne. Jawohl, da lebt noch einiges hier auch. Ja, so einen richtigen Clean-Up brauchst du hier gar nicht, fast nicht geben, weil hier fast in jedem Feld eine Verteidigung steht. Und so sind das hier. Das ist ein schöner Kampf gewesen. Ich glaube, es war auch da der allererste Kampf von uns hier in dem CK. Der Gegner ist bockschwer und fährt hier mit Taktiken, die ich am Wochenende sicherlich mal wiederholen werde, mit meinem RH10 vor allen Dingen. Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und da könnt ihr gespannt sein, was dort auf euch zukommt. Also ich habe mir die Kombi mal aufgeschrieben, habe mir mal genau die Truppenanzahl auch weggepinnt, dass man sich mal wieder daran erinnert, wie baut man eigentlich Truppen. Da habe ich hier so einen kleinen Zettel und beziehungsweise ich mache manchmal meine Truppenerrechnung auch aus einer Tabelle, wo ich fix mal ein bisschen was eingebe und mir dann ganz schnell die Truppenstärke ausgerechnet wird, beziehungsweise wie viel Truppen ich von was habe. Dann kann man da ein bisschen flexibler mal durchtauschen. Und da habe ich auch alle Kombis so stehen. Und dann kann man immer so ganz bisschen flexibel zwischen den Kombis wechseln und kann sich mal daran erinnern, was hast du da eigentlich gebaut oder was hat der Gegner da gebaut. Denn manchmal muss man sich einfach auch mal was vom Gegner abschauen. Es heißt ja dann eigentlich, dass man den Gegner mit seinen eigenen Waffen schlägt. Natürlich, wenn man hier mit speziellen Taktiken kommt, dann muss man auch damit rechnen, dass der Gegner die mal nachbaut oder in dem Fall womöglich ich mal nachbaue, um das Ganze mal zu testen, ob das wirklich so gut funktioniert.
Hier werdet ihr jetzt sagen, ja, Toto, das ist ja kein RH9-Angriff, das ist ja jetzt schon RH10. Ja, der Flash ist ein RH9,5, deswegen nehme ich ihn hier mit rein. Und wir haben hier ja unten noch eine 9er-Base offen, die wird sicherlich auch noch fallen. Aber wir versuchen das Ganze im Moment von unten nach oben, denn bei diesen kleinen 15er, ich will nicht sagen, verkacken ist da nicht. Aber da ist es ganz schön eng, wenn da mal ein Angriff so richtig in die Dutten geht. Und so räumen wir hier mit unseren 9ern. Ich habe also alle Angriffe schon durch, von unten nach oben auf, um dann zu sehen, wo 10er ein bisschen nachrücken müssen. Und der Flash hat sich hier als erstes für die 11 entschieden. Und dann werden das hier auch solide 3 Sterne. Ja, es ist ja demnächst jetzt dreifach CK-Sterne-Bonus und mich würde es interessieren, wie ihr euch darauf vorbereitet, ob ihr euch darauf vorbereitet, ganz speziell. Wir machen das natürlich. Ich denke mal, dass ganz, ganz viele ihre Helden irgendwie am Start haben. Ich kann mir vorstellen, dass an der Stelle die Helden gegampt werden und wir möglichst viele Leute mobilisieren. Man kann das ja mal ein bisschen überschlagen. Es gibt also reichlich Rote hier noch, die sicherlich noch grün werden. Und natürlich hat man immer irgendwo bei solchen Events ein 50-50 im Hinterkopf. Allerdings ist der ein oder andere vielleicht auch übers Wochenende weg, nicht erreichbar. Und aber ich denke mal, ein 40er wird das hier ganz bestimmt. Wir haben jetzt noch 2 Plätze frei, einen belegt noch der Avatar. Das wäre zum Beispiel so eine Vorbereitung, die wir so treffen. Wir holen den einen oder anderen hier noch mit rein. Bei 2 Plätzen bleibt dann natürlich nicht mehr so viel. Aber wie ich denke mal, ganz, ganz viele werden hier 2 Helden am Start haben. Ich auch. Meiner läuft ja jetzt noch 3 Tage, 13 Stunden. Das geht in jedem Fall auch wieder über den Freitag, Samstag hinaus. Und ich werde den King auch wieder gemmen. Die paar Stunden, um wieder mit dem Char hier auch in den CKs zu sein. Solange wie das Event dann läuft, das weiß ich nicht, wie viele Tage das Event läuft, aber ich nehme mal an, dass das 5 Tage läuft oder so, dass ich mindestens 2-3 CKs hier mitmache und den King dann erst wieder level. Also ich mache jetzt auch nicht ganz so schnell, was das Dorf-Update hier angeht, und werde sehen, dass ich später die anderen Angriffe reinkriege. Wie gesagt, der Gegner ist wirklich bockschwer und bockstark, also hat hier bei uns schon sehr, sehr gut angegriffen, und ich bin gespannt auf den zweiten Teil dieses CKs hier, wie sich unsere Leute hier schlagen, wie sich der Gegner weiter schlägt. Viele haben die oben auch noch nicht gezeigt, wir haben oben noch gar nichts gezeigt. Und wenn euch die Folge mit den RH9-Angriffen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und dann sehen wir uns hier in CK Teil 2 dieses kleinen 15ers morgen wieder, wenn der Toto wieder flasht.